Brandenburgs größter Wohnungs- und Gewerbevermieter. Die Gebäudewirtschaft Cottbus steht seit mehr als 60 Jahren für kompetente Immobiliendienstleistungen. Im GWC-Bestand aus mehr als 17.000 Wohnungen und rund 500 Gewerbeimmobilien findet sich dabei nahezu für jeden Geschmack der passende Lebens- oder Arbeitsraum. Damit sich die Mieter wohlfühlen, werden kontinuierlich Wohnungen modernisiert, instand gesetzt oder auch neu gebaut. Auch 2018 trägt die Gebäudewirtschaft Cottbus mit zahlreichen Modernisierungs- und Umbauarbeiten zur Verschönerung des Stadtbildes bei. Einen großen Augenmerk legt die GWC dabei auf die Balkongestaltung. So zum Beispiel in Sandow. Wie hier in der Hermann-Hammerschmidt-Straße könnte es auch bald in der Karener Straße 28 bis 41 aussehen. Aufwendig wurden die alten Betonbalkone aus DDR-Zeiten entfernt und komplett erneuert. Durch die zusätzliche Fassadengestaltung erhalten die Wohngebäude einen komplett neuen Glanz. Moderne Balkone bekommen derzeit auch die Bewohner der Bodelschwingstraße 3 bis 5. Während die Balkone und die Fassade des Nachbarblocks bereits im vergangenen Jahr umfassend instand gesetzt wurden, wird nun auch hier angepackt. Die Außenhülle wird zukunftsfit gemacht und farblich neu gestaltet. Wenige Gehminuten von diesen großen Wohnblöcken entfernt erstrahlen auch die Wohnhäuser Willy-Brandt-Straße 1 bis 8a in neuen frischen Farben. Im letzten Jahr wurden die Hauseingangsseiten saniert, 2018 war die Balkonseite an der Reihe. Der Wohnkomplex ist jetzt ein echter Hingucker, nicht zuletzt durch die Silhouette des Cottbusser Wahrzeichens, dem Spremberger Turm. Ähnlich eindrucksvolle Blickfänge bieten auch andere GWC-Objekte in Sandow. Wie zum Beispiel am Doll 8, ein überlebensgroßes Porträt des Cottbusser Landschaftsmalers Karl Blechen prangt hier an der Giebelwand des Mehrfamilienhauses. Farbenprächtig präsentiert sich auch ein Luftschiff in der Muskauer Straße, das nach Vorstellungen des Fürsten Pückler nachempfunden wurde. Beide Werke wurden von Cottbusser Graffiti-Künstlern gestaltet. Neu gestaltet hat die GWC auch in der Spremberger Vorstadt. Hier wurde ein aus den 60er Jahren stammendes Mehrfamilienhaus in der Drebkauer Straße 1213 komplex umgebaut. Dank umfangreicher Grundrissänderungen entstanden hier attraktive 2-, 3- und 4-Raumwohnungen. Passend dazu werden die Außenanlagen gerade neu gestaltet. Im Frühjahr 2019 erfolgen dann die Pflanzarbeiten. Bereits fertig sind die Balkone, mit denen alle Wohnungen versehen wurden. Neue Balkone bekam auch ein anderes Wohnquartier im Cottbusser Süden, die Thiemstraße 123 bis 123d. Bisher waren hier alle Giebelwohnungen ohne Balkon. Durch die umfassende Modernisierung ändert sich das nun. Bis Ende 2018 entstehen hier Wohnungstypen mit teilweise neuen Grundrissen. Die Wohnflächen liegen zwischen 28 und 63 Quadratmetern. Seit 2011 hat die GWC rund 1.600 Balkone in Cottbus für etwa 10 Millionen Euro rund erneuert. In den nächsten Jahren sind Millioneninvestitionen ebenfalls in dieser Größenordnung geplant. Auch wenn solche Instandsetzungen mit Lärm und Staub verbunden sind, am Ende profitieren die Mieter am meisten davon. Direkt zu Hause, ein frisch rausgeputzter Ort der Erholung und Entspannung.